zurück. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es, die Position hat sich jetzt nicht wirklich verändert. Wir schmeißen es heute ran. Wir werden uns heute dem Thema Lackbeschichtung jetzt annehmen. Ich hatte es ja schon mal so ein bisschen in der Einläuterung vor ein paar Videos davor erklärt, was, wo, wie, wo, wann draufkommt. Möchte dieses Video auch nutzen, auch für mich, so einen richtigen Langzeittest aufzubauen von den Beschichtungen, die unter der Marke Reflected laufen werden. Bin ich tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange dran an dem Thema Keramikbeschichtung. Ich bin der Meinung, wenn man eine Keramikbeschichtung auf den Markt bringt, unter einer Marke, dann weiß man eigentlich, okay, damit, man meint es ernst. Ja, das ist so zumindest meine Meinung. Es werden zwei Beschichtungen kommen, jetzt auch irgendwann demnächst. Die Varianten sind schon nach langen, langen Testprozederen und vielen Prototypen so weit fertig, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich würde sagen, ich stelle euch die einmal kurz vor. Also es wird im Prinzip zwei Stück geben. Es wird einmal eine End-Consumer-Variante geben, die jeder anwenden kann, die sehr, sehr einfach ist, mit einer Standzeit von 18 bis 24 Monaten. Also 1,5 Jahre bis 2 Jahre, je nachdem. Mehr muss sie nicht abkönnen, mehr muss sie nicht aushalten, sage ich mal. Es ist dafür wirklich einfach anzuwenden. Eine sehr, sehr starke Hydrophobie und wie gesagt, hohe Lackglätte, einfache Anwendung. Da finde ich, ist eine Standzeit von 18 bis 24 Monaten ausreichend. Mehr muss es in der Regel nicht sein. Und wie gesagt, für jeden erhältlich. Ne? Das ganze Ding hier hat auch schon so, ich sag mal, den Namen. Ich glaube, der hört sich schon ganz cool an. Die End-Consumer-Variante wird Sunlight heißen. Steht auch schon hier parat. Werden wir hier auf den linken Kotflügel auftragen. Und auf den rechten Kotflügel machen wir die gewerbliche Beschichtung. Denn wie gesagt, es wird auch eine gewerbliche Geschichte geben, die schwieriger anzuwenden ist. Schwierig im Sinne, wenn man weiß, wie. Es ist noch relativ einfach oder auch relativ entspannt. Kann man allerdings nicht mit Sunlight vergleichen, sondern wirklich schwieriger. Es geht schon so Richtung Crystal Serum Ultra, kann man sagen. Also es ist von der Anwendung komplett anders da, wie das, was man vielleicht kennt. Muss man so ein bisschen drauf achten. Könnte sonst zicken. Ja? Wie gesagt, wenn man weiß, wie, ist es alles sehr tiefenentspannt. Werden wir im Video auch sehen. Aber ist eigentlich nur ein Produkt für Gewerbetreibende, die wirklich das Jahr über mehr Autos beschichten. Es hat für Endanwender in den Händen nichts zu suchen. Sprich, wir reden hier von einem Produkt, das ich nicht nur aufgrund, dass nicht nur den Gewerbetreibenden die Möglichkeit gibt, sich damit abzuheben, sondern dass es wirklich nur für Gewerbetreibende wegen einer anderen Anwendung, wo ich einfach selber sage, okay, das ist nichts für einen Endanwender, der im Jahr nur ein Auto beschichtet, wird in jedem Fall wahrscheinlich in die Hose gehen. Das ist die gewerbliche Beschichtung, ist jetzt auch schon soweit fertig, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das gewerbliche Coating wird Moonlight heißen. Es ist so, ich sage es immer wieder, die Produkte mache ich tatsächlich nicht selber, aber es sind komplett eigenständige Rezepturen, die maßgeschneidert sind auf das, was ich mir vorgestellt habe, ob es jetzt Hydrophobie, Anwendung, Lackglätte und ist. Von beiden Produkten ist das jetzt, also Sunlight hatte ich auf jeden Fall bisher 13 Varianten im Test. Also 13 muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich ein Riesenaufwand, der dahinter steht. Bei Moonlight waren es 7 oder 8. Also ihr seht, was ich meine. Unterscheiden sich komplett von allem, was es bisher auf dem Markt gibt. Also wirklich, ob es jetzt die Anwendung ist oder, es sind eigenständige Rezepturen. Da wird man bei anderen Herstellern also die Produkte nicht finden. Also es sind komplett autark und werden wirklich nur unter Reflected dann laufen und auch hergestellt. Gut, so viel dazu. Wir gucken uns aber an, wie wir das Ganze jetzt applizieren. Gut, ich nehme euch im Voiceover jetzt auf jeden Fall nochmal mit. Was ihr hier seht, ist das Moonlight, wie gesagt, Prototyp für Gewerbliche und das Sunlight, Prototyp für jeden frei erhältlichen. Kurz die Eckdaten, ich habe es mit Sicherheit oder werde es im Video noch ein paar Mal sagen. Sunlight hat eine Standzeit von 18 bis 24 Monate und Moonlight 24 plus, also
erschien mir sinnvoll, das so zu kategorisieren. Es ist immer, muss ich auch mal wieder sagen, es ist einfach schlussendlich natürlich auch immer eine Nachpflegesache. Wie wäscht der Kunde? Wie geht der Kunde damit um? Etc. pp. Das weiß man natürlich immer nicht. Hast du einen Kunden, der mit dem Besen wäscht, hat sich das Thema Standzeit sowieso schnell erledigt. Sunlight ist extrem einfach in der Anwendung. Produkt einfach auftragen. Ich sag mal, ein Stück, man kann ganzen Kotflügel machen, man kann zwei Türen machen, also so in dem Ding, also ihr seht selber, ich stresse mich auch hier nicht. Grundsätzlich gilt natürlich, Produkt überall verteilen, dass man auch keine Überstände natürlich hat. Guckt, wie bei jeder Beschichtung arbeitet, sorgfältig, konzentriert, lasst euch nicht ablenken, solche Geschichten, aber ich denke, das muss man nicht predigen. Gut, ja, ich trage das Produkt auf und poliere nach circa 1,5 Minuten gemütlich das Produkt wieder aus. Es ist keine Kunst. Die Abnahme ist wirklich leicht. Sie ist sehr einfach. Daher ist das Sunlight auch für jeden Endconsumer zugänglich, sage ich jetzt einfach mal. Moonlight ist tatsächlich eine andere Herausforderung. Moonlight ist von mir konzipiert als, ich sage jetzt einfach mal, Crystal Serum Ultra in einer Schicht. Sprich, eine Schicht und fertig. Man hat eine sehr gute Hydrophobie. Man hat eine gute Lackglätte, eine gute chemische und mechanische Resistenz. Das habe ich schon probiert, das ist alles gar kein Thema. Es ist dafür und einen Tod muss man sterben in Anwendung schwieriger. Daher ist das auch nur für Gewerbetreibende erhältlich. Ihr seht es, ich arbeite von Kante zu Kante, aber in kleinen Teilflächen. Produkt natürlich überall auftragen. Dann warte ich keine 30 Sekunden und gehe direkt hinterher. Wenn ich in diesem Zeitfenster bleibe, ist die Abnahme sehr einfach, denn das Produkt zieht schnell an. Dadurch auch diese hohe Resistenz gegen Mechanik und Chemie. Und ja, nehme es im Prinzip sorgfältig ab. Und hier gilt wirklich, sorgfältig zu arbeiten, denn das ist nicht so schlimm wie bei einem Crystal Serum Ultra, aber habe ich einen Produktüberstand, ist es halt einfach nervtötend. Müsste man wieder polieren und ja. Genau, wie gesagt, ihr seht es, ich arbeite hier in Teilflächen. In dem Fall mache ich den Kotflügel mit Moonlight und die komplette Frontschürze. Einfach um zu gucken, weil die Frontschürze, und das wisst ihr selber, ist somit unter die stärkst beanspruchteste Bauteil im ganzen Auto. Dann kommen natürlich im Sommer noch die ganzen Insekten, die da drauf aufschlagen. Und hier möchte ich einfach für mich gucken, wie gehen die Insekten im Sommer runter, wie brennen sich die Insekten ein und. Das ist für mich auch sehr interessant zu beobachten. Deswegen war das für mich einfach das entscheidende Bauteil. Auch hier, ihr seht es, ich mache jetzt, sag mal, von der ganzen Frontschürze so ein Viertel. Ich trage es satt auf und nehme es dann gemütlich wieder runter. Es ist nicht stressfrei, ihr seht, also es ist alles gar kein Thema. Ich habe das ausgiebig probiert und das ist so, ich sag mal, der einfachste und entspannteste Weg und man kommt trotzdem auf eine sehr gute Standzeit. Beading und Co. gibt's gleich. Ihr seht es, also ich rubbel auch nicht groß. Glätte von Moonlight stellt sich ungefähr so nach einer Stunde schon ein, also man merkt, dass das Produkt immer glätter wird und was gibt's dazu zu sagen? Es ist eine Beschichtung und funktioniert sehr gut. Ihr kennt die beiden Produkte, ich hatte sie auf Gisela auch schon drauf. Das Sunlight hatte ich damals gegen das Koch Chemie antreten lassen, da konnte die Hydrophobie schon beobachten. Und das Moonlight ist damals gegen das Graphen-Coating von Art Design angetreten und hat auch hier sehr gut abgeschnitten. Ich konnte eine mechanische Resistenz durch eben Wash Plus so ein bisschen simulieren, ich sag mal, wie auch immer man das nennen mag halt, ne? Wash Plus ist ja so ein Fall für sich. Aber wie gesagt, chemisch und mechanisch kann das Produkt gut was ab. Ist aber aufgrund der etwas schwierigeren Anwendung halt wirklich, es ist ein Produkt für Gewerbetreibende und hat halt meines Erachtens nach nichts bei Endconsumern in den Händen zu suchen. Dafür wäre aber Sunlight da. Kann euch aber auch sagen, dass Sunlight das hydrophobeste Produkt ist, also was reine Beading angeht, ist Sunlight eines der Top-Produkte, die man bis Stand heute so kriegt, aber seht ihr gleich. Ich blende Beading auf jeden Fall noch ein und ich denke, das wird auf jeden Fall einigen sehr, sehr gefallen, sagen wir so. Gut, Produkt aufgetragen, einen Tag gewartet und checken wir Beading, würde ich sagen. Das ist jetzt Moonlight, einmal die Seiten vom Kotflügel und ihr seht, es sieht doch schon sehr rund und sehr vernünftig aus. Wie gesagt, Moonlight ist das glattere Produkt von beiden, muss man dazu erwähnen, es ist sehr glatt.
und macht eine schöne Hydrophobie. Aber seht ihr ja selber, also die Motorhaube vom Stinger ist im Übrigen sehr flach. Ja, nur, dass wir das schon mal kurz erwähnt haben. Das Produkt wird auch in den ersten Tagen noch ein bisschen glatter. Also sprich, das ist nur nach 24 Stunden. Aber so nach 2-3 Tagen, wenn es komplett ausreagiert ist, dann wird das noch mal ein bisschen runder. Sieht aber auch schon so sehr gut aus. Und würde ich sagen, jetzt kommen wir im Anschluss zu Sunlight. Sunlight ist tatsächlich extrem hydrophob, seht ihr hier. Sunlight macht extrem runde Perlen, also wirklich extrem rund und extrem klein. Also ich würde behaupten, Sunlight ist eines der hydrophobesten Produkte, das es Stand heute, wo ich das Video aufnehme, auf dem Markt gibt. Und ich habe, glaube ich, schon echt einige Beschichtungen jetzt durch. Und ich muss sagen, also wie gesagt, Sunlight ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ist einfach in Anwendung und wie gesagt, extrem hydrophob, wird einigen gefallen. Standzeitamaker, wie gesagt, ich sage jetzt bis 2 Jahre, mehr muss ein Coating eigentlich meines Erachtens nach auch nicht können. Und gebt euch die Perlen. Ich denke, das sieht doch schon wirklich, wirklich gut aus. Aber schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Und welches Produkt ihr gerne zuerst auf dem Markt hättet. Würde mich auch interessieren. Dementsprechend kann ich planen. Also stimmt in den Kommentaren ruhig mal ab. Ich habe gesehen, es ist bis jetzt, also war kein Hexenwerk. Sunlight ist sehr, sehr einfach anzuwenden. Und Moonlight, wenn man weiß, wie, auch. Vielleicht nochmal kurz ein Vorwort, da ich ja nicht weiß, was ich im Voice-Over jetzt sagen werde. Das Final Touch ist schon sehr gut angelaufen und ich wollte einfach in Verbindung mit den Beschichtungen schon ein komplettes oder ein geschlossenes System, sprich die Beschichtung plus einem richtigen Nachpflegeprodukt mit Wasserfleckenentfernung und. Die Beschichtungen werden auch im Verlaufe dieses Jahres kommen. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wie, weil, und das kann ich ganz ehrlich sagen, eine Beschichtung auf den Markt zu bringen, da muss man schon wirklich in Vorleistung auch gehen. Das ist nicht so, dass man jetzt sagt, man hat die Beschichtung jetzt und die Stellen und die sind jetzt so, wie man es möchte, sondern da reden wir wirklich von ein paar hundert Flaschen, die man abnehmen muss und ihr könnt euch vorstellen, das ist intensiv. Aber darum soll es doch nicht gehen. Wie gesagt, die Beschichtungen werden dieses Jahr kommen. Ich weiß ja nicht, welches von beiden Produkten zuerst, da könnt ihr schon mal drauf freuen. Wie gesagt, Moonlight wird nur für Gewerbliche erhältlich sein, die zumindest, also es reicht mir persönlich ein Gewerbeschein. Man sollte aber zumindest mal vielleicht mit mir telefoniert haben, dass man weiß, okay, es ist einfach anzuwenden, wenn man weiß, wie. Ähnlich wie bei einem Crystal Serum Ultra auch. Man muss keine Schulung mitmachen, so schwierig ist es dann doch nicht. Aber wenn ich nicht weiß, wie man Crystal Serum Ultra verarbeitet, dann wird es tricky. Wenn man weiß, wie es geht, ist auch das zu bewältigen. Ja? Also ich hoffe, das Video hat euch bis Stand jetzt hier gefallen. Wir werden Beading bei der nächsten Wäsche uns angucken oder vielleicht blende ich es einmal kurz ein, dass ihr es mal gesehen habt und euch freuen könnt, wie das Produkt aussieht, wenn es komplett ausreagiert ist und ausgehärtet ist und bis vor allem zur ersten Wäsche, worauf ich mich persönlich auch schon sehr, sehr freue. Vielleicht noch kurz zu Eckdaten. Hohe Lackglätte bei beiden Produkten, relativ einfache Anwendung. Und ganz, ganz wichtig, und das behaupte ich jetzt bei Final Touch auch, die Produkte werden sich alle preislich wirklich so einordnen, dass man sagt, es ist nicht zu teuer, sondern wirklich gute Produkte zum fairen Preis. Denke, wird auf jeden Fall eine faire Nummer. Und diese Etiketten sind übrigens noch nicht final, sondern das ist wirklich nur die Prototypen-Etikette, dass ich nicht zur falschen Flasche greife und vor allem, dass man weiß, was drin ist. Gut, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die beiden Namen findet. Tatsächlich kann ich euch sagen, ist die Namensfindung viel, viel schwieriger, als man denkt. Da das Richtige zu finden, ist echt eine Ansage. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir werden uns im nächsten Video dem Glosscoat und dem Sonax CC Evo widmen. Also, macht's gut.